Das ist Ruben, mein Freund, Kameramann, Fotograf und Supporter seit Tag 1. Ruben supportet meinen Kanal schon wirklich seit Tag 1. Er hat immer da geholfen, wo er helfen konnte. Und ich persönlich schätze sowas immer sehr und kann sowas nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen begann dieses Video auch schon vor ein paar Monaten, als ich angefangen habe, eine Sache zu planen. Es ist Montag, der 22. November. Ich bin gerade von der Schule gekommen und ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine gewisse Sache zu machen. Ich werde mich jetzt mit dem YouTube-Support auseinandersetzen und versuchen, einen zweiten Playbutton zu bestellen. Warum, weshalb, wieso ich diesen zweiten Playbutton kaufen will, werde ich euch auf jeden Fall noch im Laufe dieses Videos erzählen. So, Freunde, es sind mittlerweile 2 Tage vergangen und ich habe jetzt von YouTube hier diese Seite zugeschickt bekommen. Also, wo man hier seinen Playbutton bestellen kann. Der ganze Spaß kostet mich jetzt $248. Wenn du mich in Zukunft irgendwann mal beleidigen willst oder irgendwas, ich sag dir eins, ich habe gerade 250 Euro für dich ausgegeben. Problem an der ganzen Nummer ist jetzt bloß, dass man nur mit Kreditkarte bezahlen kann. Und ratet, wer keine Kreditkarte hat, beziehungsweise wessen Familie keine Kreditkarte hat. Much, much, much later. Es ist der 22.12. Und jetzt guckt, was angekommen ist. Ist so sexy, wenn man was von YouTube bekommt, ich schwöre. Das Ding sollte zwar auch einfach schon 25 Mal da sein und irgendwie wurde es 25 Mal verschoben. Und es ist aber jetzt wirklich ganz, ganz knapp, weil morgen wollte ich mich mit Ruben treffen. Und zum Glück ist es heute angekommen, Mann. Ich habe ihn hier auch schon so geschrieben, hast du vor Weihnachten nochmal Zeit, maybe Donnerstag? Er so, ja, perfekt, wofür? Und dann habe ich so geschrieben, für ein Video. Muss ich dir dann erklären, so. Hab so ein bisschen getan, als würde ich irgendein Video drehen, sowas mit Schärfe zu tun hat, irgendeine Scoville-Soße, keine Ahnung was. Hat er mir abgekauft? Auf jeden Fall weiß er, glaube ich, von nix. Ich habe bloß, wo er das letzte Mal jetzt bei mir mal war, versucht, so ein bisschen so meinen Playbutton so ein bisschen so ihn heiß gemacht. Aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so eine geile Überraschung ist. Fuck, Mann, Digga, stell dich vor, der freut sich nicht. Hä? 3 days later. So, Freunde, es sind wieder ein paar Tage vergangen. Es ist jetzt der 27. Dezember und ich habe jetzt mit Ruben geschrieben und er meinte zu mir, dass er gegen 3/4 da ist. Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass wir eine Challenge für meinen Kanal aufnehmen müssen. Also so, wo ich angeblich diese Dinger hier esse, mache ich aber nicht. Digga, ich bin ja nicht dumm. Und dann sage ich halt irgendwie so, der soll mit vor die Kamera mal kurz kommen und dann tue ich einfach das Ding so ein bisschen so, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Also meine Mama hat mal gesagt, das Ding so ausrollen. Ja, so halt. Ah, Digga, es wird doch schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Ach du Kacke, Digga. Jetzt halte ich das hier mit dem Fuß fest. Ich habe nur so hässliches Klebeband, by the way. Egal, ist nur für Ruben, ist mir eh nicht so viel wert, der Mann. Merkt euch einen Spruch im Leben? Es kommt auf die Geste drauf an. So, das sind die Chips, die ich da bestellt habe. Sind das ja die gleichen, oder bin ich blind? Hm? Sind das ja die gleichen? Das sind die heftigsten, ja. Denn hier sind sogar Handschuhe drin, ne? Aber wisst ihr, was das Ding ist? Ich esse davon okay. Du hast ja jetzt nur gedacht, dass ich hier mit dir eine Challenge drehe oder so. Mann. Ich habe was anderes mit dir heute vor. Weißt du, was das ist? Könntest du dir irgendwas vorstellen, was das sein könnte? Du bist nur hier für das Video, was um dich geht. Jo, bist du geil eigentlich, ja. Was hast du denn? Hast du jetzt noch ein Play? Ist kein Playbutton drin, Digga. Zeig ich nur so als Joke. Hier ist ein Player. Ja. Das ist jetzt deiner. Wieso denn das? Weil ich mir dachte, da ja Weihnachten ist und da ich dir das letztes Mal schon erzählt habe, dass du die Person bist, ohne der ich hier sitzen würde, ist es für mich eigentlich das Mindeste oder das... Also, keine Ahnung, das ist halt die einzige Sache, wo ich wirklich sagen kann, hier kann ich dir was geben, womit ich dir zeige, dass du ein Teil davon bist und dass ich dir da sehr dankbar bin. Nice, danke, Bro. Und natürlich habe ich das Ganze für die Geschäftsausgabe als YouTube-Video gemacht. Das ist halt wirklich die einzige Sache, die halt nicht von Wert ist, so mäßig. Also das ist ein Geschenk, was man nicht so bezahlen kann, mäßig. Du warst die erste Person, mit der ich immer irgendwie für YouTube und Instagram und irgendwo was machen konnte. Also wir haben schon immer die meisten meiner Instagram-Bilder hast du ja letztendlich gemacht, zum Beispiel.
weil du hast ja viele YouTube-Videos aufgenommen mit mir. Ruben war auch letztendlich die Person, die mir damals, die Videos gibt es leider nicht mehr, also nicht mehr öffentlich, weil ich die runtergenommen habe, war letztendlich die Person, die ich gefragt habe, ob sie mir ihren Laptop geben kann, damit ich Omme-Videos mal drehen kann, weil ich das mal probieren will. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn Ruben nicht da gewesen wäre und mir nicht seinen Laptop gegeben hätte, hätte ich niemals ein Omme-Video gedreht oder das hätte vielleicht noch Jahre gedauert, bis ich mir irgendwie mal selber irgendwas geholt hätte. Nee, Digga, ich wollte einfach so ein Video machen, um dir so Danke zu sagen. Ist mir das dafür? Ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, ob das was jetzt was Cooles ist, aber ich dachte... Ist cool. Sehr cool. Sag, es ist cool. Ist cool. Besser ist es. Einfach Playbutton. Und weißt du, du frisst jetzt trotzdem die. Nein, doch, nein. Aber erwarte jetzt nicht, wenn ich dann nächstes Jahr die Millionen knacke, dass du auch noch 1 Million Playbutton legst. So viel wert bist du dann auch nicht. Mann, Digga, was sagt man so in dem Video jetzt? Ich will immer noch, dass du das isst. Nein, auf gar keinen Fall. Die Chips jetzt essen. Nein, eh nicht den irgendeinen Biss. Ja, das ist ja egal, Digga. Du wirst trotzdem. Scheiße, Mann.